Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir uns mal den Unterschied zwischen exothermen und endothermen Reaktionsverläufen anschauen. Ich habe dazu schon mal hier zwei Diagramme aufgezeichnet und hier ist jeweils die Energie gegen die Reaktionskoordinate aufgetragen. Bei der Energie dürfte klar sein, was das ist, und die Reaktionskoordinate, die gibt im Grunde Auskunft über den zeitlichen Ablauf der Reaktion. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Koordinatenursprung auch am Anfang unserer Reaktion sind. Und je weiter wir hier auf dieser Achse nach rechts kommen, desto weiter ist die Reaktion auch zeitlich fortgeschritten. Okay, soweit zur Begriffsklärung. Jetzt zum eigentlichen Thema. Wir beginnen mal damit, indem wir uns die exotherme Reaktion bzw. den exothermen Reaktionsverlauf anschauen. Ich habe hier in beiden Diagrammen schon mal grüne Striche eingezeichnet. Diese grünen Striche, die sollen im Grunde den Energiezustand der Edukte, also der Ausgangsstoffe, verdeutlichen. Exotherme Reaktionsverläufe sind nun dadurch gekennzeichnet, dass die gebildeten Produkte energetisch unter dem Zustand der Ausgangsstoffe liegen. Also die gebildeten Produkte sind im Grunde stabiler als die Edukte. Wenn die Produkte stabiler als die Edukte sind, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com